Hallo, herzlich willkommen bei Unternehmergeist TV. Wir sind heute noch mal in Köln. Und ich habe einen Herrn neben mir stehen, der hat sich seinen Begriff Mr. Matching als Marke eingetragen. Martin Müller, Mr. Matching. Spielen wir jetzt Tennis? Machen wir jetzt ein Tennismatch oder was machen wir jetzt? Tennis spielen wir nicht, aber ich matche Menschen geschäftlich. Schon seit 16, 17 Jahren bringe ich Menschen zusammen. Erst online, dann offline. Und vor einigen Jahren meinten Kunden zu mir, Mensch, du bist ja Mr. Matching. Ja. Vielen Dank für den geschäftlichen Match. Jetzt habe ich endlich Kontakt zu den richtigen potenziellen Kunden. Und da kam der Gedanke und ich habe mich Mr. Matching genannt. Und Die Homepage war noch frei, mr-matching.de. Und habe es jetzt auf Raten eines anderen Bekannten mir auch als Marke eintragen lassen. Und tatsächlich, Jetzt bin ich Mr. Matching. Das ist sicherlich ein bisschen individueller als Martin Müller oder auch gerade der Name Müller recht häufig in Deutschland vorkommt. Online für offline binden, was hat das damit auf sich? Der Gedanke kam daher, dass ich ja seit dem ersten Tag, seit 16, 17 Jahren für Zing tätig bin oder mit Zing arbeite, die Online-Plattform für Berufstätige. Und dort findet man eben sehr, sehr viele interessante Menschen. Ja. Meistens sind es berufliche Kontakte, Menschen, die einen weiterbringen. Und der erste Kontakt ist online. Daher kam der Begriff online finden. Wir haben hier in Köln 407.000 Zing-Mitglieder heutzutage von 18 Millionen in Deutschland. Und da findet man fast jeden, den man sucht. Das war der erste Schritt. Und dann war der Gedanke, wie kann ich an die Menschen auch persönlich rankommen. Ja. Und persönlich, da muss man sich auch vor Ort treffen. Da sind vor 16 Jahren Events entstanden. Man hat sich eben online gefunden und dann offline gebunden, weil man dann eben persönlich zusammenkam. Und das war der Gedanke dahinter, online finden, offline binden. Ja, du hast gerade gesagt, du hast mir Stichwort Events gegeben. Wir haben ja jetzt Mitte Juli, wir sind noch mitten in dieser Corona-Pandemie drin. Wie sieht das denn jetzt mit deinen Meetings aus, mit deinen Treffen aus? Ja, das hat sich extrem verändert in den letzten Monaten. Wir machen, wie gesagt, seit 16 Jahren, seit 2004 machen wir Veranstaltungen vor Ort und auch hier in der Motorworld sind wir im November 2019 gewesen mit einem Event. Ich glaube, es waren knapp 300 Menschen. Es war Top-Networking, es waren beste Referenzen, beste Feedbacks. Und wir hatten auch vor, in der ersten Jahreshälfte 2020 hier wieder eine Art Folge-Event zu machen. Aber wie alle wissen, dann kam halt der Lockdown im März und wir haben eben umgestellt auf Online-Events. Das heißt, die Veranstaltungen, die wir geplant hatten, haben wir ab dem Zeitpunkt, seit April 2020, jetzt über das Portal Zoom gemacht. Ja. Auch dort kann sich eben jeder zuschalten mit der Kamera. Man kann einzelne Breakout-Sessions zusammenstellen, dass sich 4, 5, 6 Leute untereinander treffen. Und wir haben festgestellt, das war wirklich eine sehr, sehr gute Lösung. Denn wir haben Referenten aus ganz Deutschland finden können, die natürlich zu einer Offline-Veranstaltung nur schwer gekommen wären. Wir haben mehr Teilnehmer. Aus ganz Deutschland kamen Menschen zu unseren Events und es war zumindest vorübergehend ein sehr, sehr guter Ersatz, dass wir jetzt die Offline-Veranstaltung online machen. Man muss dazu natürlich sagen, es kann nicht alles ersetzen. Sicherlich die Inhalte, das fachliche Jahr, aber das Kölsch am Stehtisch oder eben diese persönlichen Gespräche, die man im Rahmen einer Veranstaltung führt, die sind halt online nur sehr schwer darzustellen, eigentlich gar nicht. Wobei, wir hatten eine Online-Weinprobe, da ist dann auch der Wein vorher per Post geschickt worden. Auch das geht. Aber wir alle hoffen, dass die Rahmenbedingungen sich wieder so optimieren, dass wir in der zweiten Jahreshälfte oder spätestens nächstes Jahr wieder Veranstaltungen machen können, wo man ohne Mund- und Nasenschutz auch miteinander umgehen kann. Das heißt, ihr strebt schon wieder diese persönlichen Treffen an, dass auch das Thema Xing auch weiter oben ist auf der Tagesordnung. Auf jeden Fall. Das persönliche Treffen jetzt. Auf jeden Fall. Also unsere Planung ist, dass wir 20-30% der Events, die wir machen, und hier in Köln mache ich so 20-30 pro Jahr, also öffentliche Events, dass wir 20-30% davon auch weiterhin online durchführen. Ja. Weil ein Expertendialog mit Experten aus ganz Deutschland, mit Zuschauern aus ganz Deutschland, das geht natürlich auch online. Aber wir werden zum Beispiel das Format Zing Afterwork oder auch das Format Zing Backstage, da wo wir Firmen besichtigen, wo nicht jeder hinkommt, das sind Dinge, die sind einfach offline besser. Und da gibt es im Anschluss immer Möglichkeiten, für Smalltalk mit Catering, dass man wirklich da auch dann die Kontakte zu Beziehungen macht, auch ein ganz wichtiger Punkt, sodass unsere Hoffnung, unsere Planung ist, dass wir eben 20-30% online und den Rest eben so schnell wie möglich wieder als Offline-Events zum Kennenlernen organisieren. Was waren denn jetzt so in den letzten Monaten, wo ja diese persönlichen Treffen nicht mehr möglich waren, was waren da deine persönlichen Erfahrungen oder was haben dir die anderen Mitglieder gesagt? Fanden die das toll? Haben gesagt, boah, ich will das gar nicht mehr machen oder
dachtest du doch, boah, ich muss wieder raus, ich muss unter Leute? Also die ersten Wochen und Monate war das alles okay. Wir hatten steigende Zuschauerzahlen und wir hatten auch erstklassiges Feedback. Aber es hat sich natürlich, wie wahrscheinlich viele Menschen gemerkt haben, auch die Anzahl der Online-Veranstaltungen extrem nach oben geschraubt. Ja. Wir waren Ende März vielleicht das erste Event, was kam, aber im April, Mai hatte ich jeden Tag 3, 4, 5 Einladungen zu Online-Events. Und das Feedback haben mir auch andere geschildert, dass es einfach zu viel wurde. Man kann und will nicht den ganzen Tag nur in Online-Events verbringen. Ja. Und jetzt kommt auch der Sommer, wo natürlich viele auch durchaus in Urlaub sind. Und es war eben auch nach 3 Monaten wirklich der Punkt, dass man sagte, okay, jetzt ist gut, jetzt möchte ich mal wieder raus, jetzt möchte ich mal wieder Menschen kennenlernen. Also diesen Trend haben wir schon gemerkt. Trotzdem glaube ich, dass die Events in der Häufigkeit und auch in der Art und Weise, wie wir sie in den letzten 15 Jahren gemacht haben, sich verändern werden. Was ich feststelle, und auch wir sind da in den Planungen, ist das Thema hybride Events. Das heißt, dass man vor Ort ist, dass man Referenten und auch eine Handlung vor Ort hat, die aber gleichzeitig gestreamt wird. Dass nicht jeder zu einer Veranstaltung hinkommen muss, vielleicht nur eine ausgewählte Anzahl von Teilnehmern, vielleicht nur spezielle Tickets, die man wirklich vor Ort dann entsprechend unterbringt, aber eben andere und vor allem viel mehr von dieser Veranstaltung auch online profitieren können. Und das ist eine Geschichte, die wir auch jetzt planen fürs nächste Jahr. Und das ist ein Trend, der eben ohne die Pandemie, denke ich mal, nicht so schnell sich durchgesetzt hätte. Das heißt, wenn ich so bei Facebook viel unterwegs bin, das Thema Streaming ist ja wirklich ein wichtiges Thema, wo also auch viele Künstler von zu Hause aus streamen. Ich möchte aber eher, wenn es geht, eine Mischung aus beiden haben, dass ich mir das als Zuschauer von zu Hause aus gucken kann, aber trotz allem eine kleine Anzahl von Besuchern, die vor Ort sind. Genau so. Dazu kommt noch, dass man, wenn man ein Streaming gestaltet oder wenn man eine Veranstaltung eben auch online überträgt, dass man es natürlich aufzeichnen kann. Ja. Und dadurch auch die Menschen, ich habe das immer wieder, dass die Besucher sagen, Mensch, das ist eine tolle Veranstaltung, ich kann da leider nicht. Ja. Dass man eben solche Veranstaltungen auch als Konserve anbietet und die im Nachgang entsprechend noch anschauen kann. Also auch das ist ein Vorteil, dass man sicherlich Punkt 1 vor Ort sich aufhält, die Menschen persönlich trifft, ein Event hat wie damals, ja, wie man es kennt. Punkt 2, dass man zu Hause im Büro live, wo auch immer, die Veranstaltung verfolgen kann, ist sicherlich eine Option, die wir damals nicht hatten. Und Punkt 3, dass man, wenn es an dem Tag live nicht klappt, sich eben dann die Aufzeichnung im Nachgang anschaut. Das ist sicherlich für die Sponsoren hilfreich, weil sie haben eine größere Reichweite. Mhm. Nicht nur die, die vor Ort sind, auch die, die zuschauen, auch die nachher zuschauen. Und es ist vor allem eben für die Teilnehmer, für die Mitglieder ein Vorteil. Sie müssen eben nicht immer zum bestimmten Zeitpunkt am bestimmten Ort sein und können auch zu Hause oder später sich das Event anschauen. Das heißt, so schlimm wie diese Corona-Pandemie ist, hast du für dich trotz allem etwas daraus gelernt. Definitiv. Und ich glaube, wer in diesen 3, 4 Monaten nichts gelernt hat, der hat wahrscheinlich geschlafen. Also ich kenne viele Menschen aus meinem Netzwerk, die haben Wochen damit verbracht, zu schauen, wo können sie Fördergelder beantragen. Ich kenne aber zum Glück viel mehr Unternehmer aus meinem Netzwerk, die haben überlegt, wie kann ich aus dieser Krise für mich das Beste machen, haben neue Geschäftsmodelle entwickelt, haben neue Produkte kreiert und sind heute erfolgreicher als vorher. Mhm. Und das ist genau der Punkt als Unternehmer, dass man schaut, was kann ich beeinflussen und wenn ich was nicht beeinflussen kann, was kann ich daraus machen. Und ich persönlich fand es wirklich für mich auch am Anfang 3, 4 Monate im Homeoffice ganz praktisch. Ich habe Familie, ich habe 3 Kinder, habe einen großen Garten, das war okay. Ja, ja. Jetzt ist man sicherlich froh, wieder rauszukommen, aber eben diese anderen Veranstaltungsformate werden sicherlich auch gewinnbringend an den Markt gebracht. Und vor allem, was ich selbst für mich gemerkt habe, ich bin ja auch sehr viel online unterwegs, dass ich über Xing und LinkedIn diese Menschen zusammenbringe. Ich hatte einen richtigen Boom in den letzten Monaten an Neukunden, weil eben sehr viele Menschen auch mehr Zeit in den Plattformen Xing und LinkedIn verbracht haben. Sie hatten halt weniger Reisezeit, waren mehr zu Hause, konnten mehr in den Portalen unterwegs sein. Und meine Dienstleistung besteht ja auch darin, eben online Personen zu empfehlen und eben Kontakte herzustellen. Das hat wirklich in den letzten Monaten besser funktioniert, weil eben der Traffic und weil die Reaktionen viel weitreichender waren als vorher. Gib doch zum Schluss, Martin, unseren Zuschauern so 3 bis 5 Tipps mit, oder gerne auch Insider-Tipps oder Geheimtipps mit. Was muss ich machen, um bei LinkedIn aufzufallen? Was muss ich machen, um bei Xing aufzufallen? Was sind da so deine Tipps, die du immer gerne gibst?
Ja, der wichtigste Tipp an dieser Stelle ist, dass man sich ein persönliches Profil erstellt in den Plattformen, wo man tätig sein möchte, wo die Zielkunden sind. Denn das ist die Online-Visitenkarte. Die Online-Visitenkarte ist das Erste, was man sieht, wenn man gegoogelt wird. Und das ist extrem wichtig. Selbst wenn ich persönlich einen guten Eindruck mache und dann aber jemand mich googelt und findet ein Xing-Profil, wo vielleicht kein Foto ist, wo wenig drin steht, dann ist das kontraproduktiv. Also Punkt 1, das persönliche Profil. Der Punkt 2 ist zu überlegen, was will ich überhaupt? Möchte ich nur die Zeit vertreiben? Möchte ich bestimmte Kontakte knüpfen? Möchte ich was verkaufen? Möchte ich einfach nur mein Netzwerk weiter ausdehnen? Das ist der Punkt, sich klar zu werden, was genau möchte ich. Und der dritte, und das ist der wichtigste Punkt, der dritte Punkt ist dann der, das zu tun. Das wirklich, was man sich vorgenommen hat, umzusetzen. Ich habe sehr viele Kunden, die sagen, Mensch, ich bin 3 Jahre bei Xing, es ist noch kein Auftrag auf mich zugekommen, das Portal funktioniert nicht. Und das ist genau der Punkt. Wenn man nichts tut, passiert auch nichts. Man muss wirklich regelmäßig was tun, dass ich jeden Tag 2, 3, 5 Kontakte hinzufüge, sie natürlich vorher selektiert habe, dass ich regelmäßig Fachbeiträge schreibe, dass ich regelmäßig aktiv bin, weil dann werde ich gesehen und dann sehen die Leute, was ich tue und dann brauche ich nicht zu akquirieren, weil dann kommen sie auf mich zu. Und gerade wenn Sie jetzt dieses Video hier sehen, ist das auch eine Aktion, denn Bewegtbild wird immer wichtiger. Und der vierte Tipp ist, nicht nur ein Foto online zu stellen, sondern zu überlegen, wie kann man mit Bewegtbild auf YouTube, auf anderen Kanälen erscheinen, dass man eine Sichtbarkeit gewinnt und damit eben sein eigenes Netzwerk ausbaut, bevor man es braucht. Denn meine Erfahrung nach 16 Jahren Xing Marketing ist, dass die Kunden dann selbst auf mich zukommen, wenn sie das brauchen, was ich biete. Und dazu müssen sie halt vorher gesehen haben, was ich tue. Und dazu bieten sich eben Xing, LinkedIn, Facebook und natürlich alle sozialen Kanäle an. Das war Martin Müller, einer der führenden Xing-Experten in Deutschland, genannt auch Mr. Matching. Martin, schön, dass du da warst. Herzlichen Dank für deinen Besuch. Danke. Das war Unternehmergeist TV. Bis zum nächsten Mal. Schalten Sie wieder ein.